Servus. Hallo Chris. Hi. Hi, geht es dir? Gut, gut. Und bei dir? Ja, alles gut. Auch. Sehr schön, sehr schön. Es freut mich, dass wir uns sehen, wenn auch auf diesem Wege. Ja, schon eine lange Zeit. Ja, stimmt, stimmt. Aber freut mich auch, Chris. Super, super. War eine super Zeit mit dir und Patricia in Café Mel. Ja, das ist ja auch Thema unserer Ding. Wir sind sehr dankbar, dass du uns da auch hilfst für unsere Dokumentation. Wir machen die über Rapid Kapfenberg, aber du warst zwar bei KSV, aber wir sind ja ein Teil von KSV und du warst ja öfter bei uns unten. Und da würde ich dich dann einfach bitten, dass du unsere Zuschauer mal ein bisschen erzählst. Wir freuen uns irrsinnig, dass du da bist, wie es dir jetzt in der deutschen Bundesliga geht. Und dann werden wir ein bisschen darüber sprechen, wie es in Kapfenberg war und wie du auch Dimlach bei uns unten wahrgenommen hast und was du zu unserem Verein zum Sagen hast. Okay? Okay. Perfekt. Okay. Super. Dann fangen wir mal an mit der ersten Frage und damit wir das für die Zuschauer machen, nachher quatschen wir noch ein bisschen so. Okay. Servus Jean-Victor, wir sind irrsinnig froh, stolz und dankbar, dass so ein prominenter Spieler sich auch bereit erklärt hat, für unsere Dimlacher Dokumentation da seinen Beitrag zu leisten. Aber zuerst, das interessiert natürlich alle in Kapfenberg und über unseren Verein hinaus. Wie geht's dir in der Bundesliga, in der Deutschen, beim VfL Wolfsburg und was sind so deine nächsten Ziele? Hallo Chris und freut mich auch sehr, mit dir zu sprechen und so. Weil in langer Zeit, du und Patricia waren ein super Freund von mir und von Camila, so. Wirklich freut mich sehr. Und hier jetzt in der Bundesliga, ich bin sehr gut. War ein wirklich großer Schritt. Wenn ich habe in Kapfenberg gekommen, mein Traum war immer in der Bundesliga spielen, in der deutschen Bundesliga spielen. So, heute bin ich hier. So, klar ist ein Traum für mich. Bis jetzt, wenn ich gehe zum Platz oder zum Center, zum Trainer, immer ich, wenn ich gucke zurück, sehe zurück, was ich habe gemacht bis hier, so ist ein Traum. Und auch, ich bin schon gewohnt hier, war fast mein zweites Jahr hier. So, Anfang war ein bisschen schwer, weil in der deutschen Bundesliga ist ein bisschen anders, so physisch und so technisch ein bisschen stärker als in Österreich. Aber jetzt schon mit meinen Mitspielern, mit dem Trainer, ich bin schon gewohnt und bin schon gut hier. Super, super. Du, jetzt kommen wir auf deine Kapfenberger Zeit und speziell natürlich auch die Zeit, die du bei uns in Dimlach verbracht hast. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, wie wir für das rumänische Kind eine Spende übergeben haben. Und erzähl ein bisschen die Zuschauer, wie du da unseren Verein in Dimlach unten wahrgenommen hast, was dir da aufgefallen ist. Kannst du da vielleicht was sagen dazu? Ja, klar. Ich glaube, es ist wirklich speziell für die Kinder, für die Jungen, die Rapid Kapfenberg, weil Patrice hat mir erzählt, wie funktioniert und so. Und wir haben diese Dinge zusammen gemacht. Und für mich war speziell, weil ich war fast das erste Mal in Europa und dann habe geguckt, wie machst mit Kindern und so. Und glaube, diese Projekte, das du hast, Chris, ist wirklich speziell und wirklich super. So ist ein Top-Projekt, dass du machst alles mit Kindern und so. Und schon anfangen wie sage ich das in Deutsch? Es ist auch ein gutes Projekt, weil dann hast du die Möglichkeit, zu anderen Teams after to play in Rapid Kapfenberg. So, I think it's really really good. So, the players can start there and then also have the opportunity to grow, to improve the qualities and after that to go to other teams. That it's, I think it's really special. Genau, genau. Und jetzt vielleicht, hast du unten bei uns am Fußballplatz, wie war da die Zeit für dich? Wie hast du das wahrgenommen, damals, wie du bei uns warst? War super, war sehr gut. Ich habe immer trainiert, der Platz war immer gut. So, war eine wirklich gute Zeit. Ist wirklich gut. Gefällt mir diese Zeit. Und ja, das, was wir machen wollen, ist genau das.
anders. Yeah. Wir wollen Mental Time Persona mit dir, mit Chris und so, dass alles gut für dich spielt und so, dass er außer dem Platz hatte diese. Genau. Diese große Dinge mit dir und mit Chris ist so einfach zum Kopf, nur konzentriert auf Fußball und außer dem Platz ist so ruhiger. Wunderprächtig, wunderprächtig. Du, eine ganz wichtige Sache für uns und weil du gerade angesprochen hast, die jungen Spieler, hast du vielleicht einen Tipp für unsere Jungs, die weitergehen wollen? Du weißt ja, dass viele dabei sind, die auch den Traum haben, Profi zu werden. Kannst du denen vielleicht einmal einen Tipp geben, was sie beherzigen müssen? Ich glaube, ein Tipp, das ist, du bleibst immer dran und viel arbeiten, weil ich glaube, du musst viel arbeiten. Manchmal du hast eine schwere Zeit oder so, aber wenn du bleibst arbeiten, du bleibst konzentriert und du hast schon ein Ziel in deinem Kopf, und dann, wenn du willst das in deinem Kopf, dann, ich glaube, du kannst alles erreichen. So, bleib immer dran, bleib immer arbeiten, und dann, wenn du willst das, dann, ich glaube, du kannst das erreichen. Sicher. Sehr schön, sehr schön. Und dann noch zum Abschluss eine Frage. Was hat dir in Kapfenberg speziell gefallen? Kannst du da irgendwas nennen, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Ich glaube, Kapfenberg, ich habe zu Camila, meine Frau, schon gesagt, dass Kapfenberg war wirklich eine schöne Zeit und habe so viele Dinge, dass wenn ich jetzt merke und denke, war schon super. So, wenn ich war zusammen mit den Jungen in der Kabine und auch mit Patricia, Chris, Thomas, wenn wir gehen, so war immer eine super Zeit. Stimmt. Manchmal auch bei mir und Camila war ein bisschen schwer, weil war erst einmal in Europa, so wir waren alleine. So, wenn wir haben dir, Patricia kennengelernt, war für uns war sehr wichtig, weil du hast uns wirklich super geholfen. So, schon eine Zeit bei uns war, ich glaube, die beste war mit dir, mit Chris, mit Patricia, war immer top und auch mit Jorge Elias, das hat zu mir alles gemacht. Auch. Und Spaß haben wir ja immer gehabt, wenn die Camille sich erinnern, ja, wenn das, wir das war gesungen immer haben, wie Portugiesisch gesungen, aber. Ja, das war gut. Wenn du mit der Christian trainiert hast, unten in Dimlach, habt ihr nur zum Zweiten trainiert? Nein, da waren wir mit Mucki. Da waren wir mehrere. Mit Mucki, mit Elias. Ja. Mit Elias. Die Koreaner waren auch dabei, oder? War auch dabei. Immer. Sonntag. Ich habe Sonntag frei und Mucki gucken. Dann kommen ein paar wieder zusammen. Mit Sam Bim und mit Kang. Genau, Kang. Genau. Und unsere Stadt, ich faço mit Kapfenberg. Wir haben nicht so viel zu tun. Nur VW arbeiten, VW Werk und so. Wir haben aber du so kannst nach Hannover fahren. Ist Train. Ja, genau, Hannover. Wenn wir haben Zeit, wir fahren nach Hannover oder wir Zug nach Berlin. Und dann ist okay, ist gut, weil es eine Stunde. So. Aber Stadt hier ist nicht so viel zu tun. Ist mehr Training und danach hier zu Hause ein bisschen Netflix gucken. Aber wenn wir kommen, wenn irgendwann Corona vorbei ist, dann kommen wir und dann machen wir richtig. Dann kommen wir und dann machen wir was. Aber ich spreche immer noch mit den Spielern von Kapfenberg. Dominik, Friese, Fleka. Ja. Haben noch Kontakt. Grube Fleck sich. Fleki macht da mit bei Dokumentation. Ja, bei Würzburg Kickers. Da, super. Er war in. Ja, genau, er war hier in Union Berlin, jetzt schon zweite Liga. Und Dominik Friese ist in England. England, ja, top. Friese ist super. Walci, hast du mit Walci war auch noch bei dir, oder? Walci? Nein, der war vor dir. Der war vor dir. War vor mir, genau. Ja, genau, Salzburg, ja, Walci war vor mir, genau. Ja, in Kapfenberg hatte schon ein gutes Spiel. Ja, aber viele von Rapid Kapfenberg. Ja, genau. Aber du bist Mama von Schau. Nein, der João hat nicht bei uns gespielt. Na, der ist nicht, aber trainiert hat auf unserem Platz. Ja, darum, mein Kind. Ja, genau. Ja, Chris, ja, ich bin auch Rapid Kapfenberg. Schöne Grüße von Thomas, soll ich sagen. Sag auch, Chris, er ist der Beste. Best Physio ever.
Genau, war immer gut. Das war immer Spaß, wenn wir zusammen waren. Genau. Super, schon. Wir haben uns gefreut. Jetzt danke mal, dass du dich da zur Verfügung gestellt hast.